Zweiter Bürgermeister der Stadt, wird herzlich begrüßen.
Und es freut uns auch sehr, dass der ehemalige Landtagsabgeordnete Henning Kaum den Weg hier in seine eigene andere Heimatstadt Altenbach wieder einmal gefunden hat. Herzlich willkommen. Aus der Schulfamilie, die ja einen wesentlichen Teil des Lebens von Dietmar Hunde geprägt hat, darf ich die Schulleitung Frau Büttner und Frau Wohlmann vom HSG ganz, ganz herzlich bei uns begrüßen. Und ich begrüße auch den Kreisheimatpfleger Hedwig Eckert und Bernhard Schrengel. Und für Sie, ja, bitteschön. Ja, und für Sie alle miteinander darf ich stellvertretend begrüßen unseren jüngsten Ehrenbürger Dr. Heinz Kaiser und unseren ältesten Ehrenbürger und Altbürgermeister Annelies Kirchwester mit Gattinnen. Herzlich willkommen. Es freut uns sehr, dass Sie beide da sind. Von der Presse hat er einen Duschka angekündigt. Ist er irgendwo? Sonst schreibt man den Bericht selbst, ist kein Problem. Die Frau Wolf winkt im Hintergrund ab. Also scheint nicht, noch nicht da zu sein. Ja, die Geschichte einer Stadt, sie wird uns heute vorgestellt vom Autor von Dietmar André. Und den Dietmar André in Altenbach vorzustellen, das ist so ganz klar ein bisschen wie Eulen nach Athen tragen. Oder, wie man bei uns sagt, Wasser in den Main schütten. Der Dietmar ist erst 1972 nach Altenbach gekommen, aber er ist schnell ein Teil, ein wesentlicher Teil unseres öffentlichen Lebens hier in Altenbach geworden. Das begann mit seiner Lehrertätigkeit an einem Staudinger Gymnasium, das der eine oder andere von uns auch genießen durfte, und es ging über seine Direktorentätigkeit dann bis ins Johannes-Gutzbach-Gymnasium nach Mildenberg, wo er Schullande gewesen ist. Ich glaube, viel bekannter ist er allerdings dann durch seine kommunalpolitische Tätigkeit geworden, 38 Jahre als Mitglied des Altenbacher Stadtrates und 30 Jahre Mitglied im Kreistag des Landkreises Mildenberg. Aber er hat nicht nur Politik gemacht, sondern er hat die Politik quasi aufgesogen, und zwar aufgesogen aus den Vereinen, zu denen er als Stadtrat regelmäßig zu den Veranstaltungen gegangen ist und zugehört hat, was die Menschen, was die Vereine interessiert und bewegt, und war selbst aktiv im Tennisverein und vor allem auch hier in der Chorvereinigung. Ganz bemerkenswert, bereits in ganz, ganz jungen Jahren, kurz nachdem er hierher gekommen ist, hat er sich schon um die Seniorenarbeit gekümmert. Jemand, der gerade mal so mit 30 unterschieden ist, fängt an, sich über die Senioren Gedanken zu machen. Ich denke, das allein ist ein großes Verdienst und hat zu seiner Bekanntheit mit beigetragen. Und dass er ein Mensch nicht nur der geschriebenen Worte ist, sondern auch des Humors, das hat er uns regelmäßig bewiesen in den musikalischen Weinproben der Chorvereinigung, angefangen damals im Mannschaftshaus in der Werft, bis hier dann letztlich in die Franken. Und sein historisches Wissen, das stellt er uns schon seit Ewigkeiten zur Verfügung. Zum einen in der Chronik des Spessartdorf Streit, zum anderen in der Chronik Mechnat auf der Höhe und regelmäßig in den letzten Jahren, außer in Corona-Zeiten, mit seinen Themenwanderungen, seinen Bürgerwanderungen, die er immer akribisch vorbereitet hat, und so viel zur Geschichte der Stadt Altenbach erzählt, dass er selbst ein Bürgermeister manchmal nicht fassen kann. Seine beiden Chroniken haben, denke ich, im Streit und im Mechnat Punkte gesetzt, aber heute, glaube ich, kann man der Chronik Altenbach am Main, die Geschichte einer Stadt, von seinem Hauptwerk sprechen. Zu dem Wort Chronik, lieber Dietmar, kommen wir gleich nochmal. Es ist ein umfassendes Werk mit 704 eng beschriebenen Zeilen und mit mehr als 2 Kilo Gesamtgewicht. Und dieses 2 Kilo Gesamtgewicht bedeutet ansatzweise
vielleicht auch auf das Gewicht der Stadt Altbach in der Region hin, aber auch auf die Wichtigkeit dieser Stadt für den Autor, für Dietmar André selbst. Herzlich willkommen, Dietmar André. Ehemaliger Schullehrer, es ist vor mir und er stellt jetzt nicht die Fragen, sondern ich stelle die Fragen. Also, von daher, lieber Dietmar, du bist 1941 geboren worden in Sülz, ja, in Oberschlesien. Im März 1945, also im Alter von gerade mal 4 Jahren, von der anrückenden Roten Armee aus Oberschlesien geflüchtet. Dann in Mittelfranken gelandet und dort auch aufgewachsen. Erst 1972, wie vorhin bereits schon mal erwähnt, im Alter von 31 Jahren bist du nach Altbach gekommen, hast inzwischen diese beiden Stadtteilchroniken veröffentlicht und etliche weitere Veröffentlichungen über Altbach verfasst. Aber du legst Wert darauf, dass das keine Chronik ist, dieses Werk, sondern die Geschichte unserer Heimatstadt Altbach am Rhein. Warum legst du darauf so großen Wert? Ja, ich glaube, der Begriff Chronik ist ein bisschen eng gefasst. Chronik ist so etwas, was einfach unreflektiert oder etwas aufzeichnet, was sehr wichtig ist, aber was die Bedeutung der Dinge, die da passieren, nicht beurteilt, ist nicht mit Noten, sondern so, welches Gewicht ist zum Beispiel die Stadt oder das Dorf haben. Deswegen finde ich die Geschichte besser, weil auch eingebunden ist in einen Kontext und vielen anderen Dingen, die auf der Welt passieren und die alle hineinspielen in so einen Ort. Deswegen Geschichte und nicht gut. Dankeschön. Ich möchte bei der zweiten Frage eine Werbung der Brauerei Faust mal umdrehen, von hinten her aufnehmen. Für uns ist Altbach der Hammer. National betrachtet ist es eher zweitrangig und international völlig unbedeutend. Warum ist es trotzdem so wichtig für dich, dieses Gewesen, dieses Buch zu schreiben? Ach, über Altbach ist viel geschrieben worden, schon noch nichts gescheit meistens. Meistens von Nicht-Altbachern. Muss ich zugeben, dass ich auch Reingeplagter bin. Aber Frau Merkel hat ja vor kurzem gesagt, dass sie auch nur eine angelernte Westdeutsche ist. Nicht? Und ich würde sagen, ich bin ein angelernter Altbacher. Aber die Angelernten verstehen oft besser, was passiert, als die nicht angelernten Einheimischen, weil sie oft den Wald vor lauter Bäume nicht sehen. Deswegen möchte ich sagen, ich bin jetzt nur da, vieles richtig zu stellen. Es ist ja wirklich vieles geschrieben worden, was einen verwundert hat, was auch den Altbacher verletzt hat. Wenn es um Barbarossa geht, der Altbürgermeister hat sich ja da auch ganz getraut, natürlich öffentlich etwas zu sagen. Und das muss, ist, glaube ich, gefragt werden. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich habe hier nur Kunden an und da steht eben alles drin. Aber zu sagen, das hat nichts mit Altbacher zu tun, ist zum Teil geschehen. Das ging mir dann doch zu weit. Und das verletzt auch die Gefühle der Altbacher, weil die den Barbarossa mögen, selbst wenn kein Urkunde da ist, und auch weiter mögen können und sollen, weil sie nämlich dazu beiträgt, zum Zusammenhalt der Stadt. Und das sieht, was da auf die Beine gestellt wurde, ist 18. Da kann man sagen, nur weiter so, kommt man oft passen. Danke. Jetzt bist du nächstes Jahr 50 Jahre in der Stadt. Ja. Ja. Letztes Jahr haben wir 50 Jahre Stadtjubiläum, Stadterhebung gefeiert.
wollte wir feiern, ja, bis Corona kam. Wie hast du Almbach damals erlebt, als du gekommen bist, gerade so nach der Stadterhebung, und wie erlebst du Almbach heute? Ich habe es mal im Buch geschrieben, da war Almbach ja, genial, um einen Altbürgermeister in Antrag zu stellen und auch durchzubringen. Das ist der politische Wille, muss ja hier stehen. Und da braucht man Unterstützung, das hat er gemacht. Obwohl die Gegebenheiten noch nicht da waren. Als ich kam, bin ich in die Schule gefahren, da wie ich bin. Das ist ein Spruch, den ich gehört habe, war, Oberburg der Norden, es wird in der Spank und alle war das Geld. Da habe ich gedacht, bist du auf der besten Seite. Und dann bin ich wieder in ein Auto gestiegen, gefahren, und auf einmal war ich halb im Finger mehr. Was ist denn hier los? Und da hat sich, da war ja links von der Straße überhaupt nichts gebaut. Das Krankenhaus stand auf der grünen Wiese, das Gymnasium auch noch. Also es war alles zwar angelegt, kam an die letzten Jahre, aber es war noch nicht da. Das wurde sehr lustig gehabt und die Leute haben sich auch ein bisschen lustig gemacht drüber, aber man erlebt hat, welches Systematik das dann abgelaufen ist und wie richtig das abgelaufen ist, dann hat mich das beeindruckt. Dietmar André und Almbach, eine lange Beziehung. Du hast die Chance, sie in drei Worten zu beschreiben. Ja, ich sage, es freut mich, es ist Aufgabe eines Schülers an der Lehre. Interessant. Heimat. Und dauernde Entwicklung. Dankeschön. Wir freuen uns über deinen Vortrag, über diese interessante Heimat und ihre Entwicklung. Dankeschön. Es ist deine Bühne. Danke. Ich hoffe, dass wir nicht dem Irrtum verfallen sind, dass hier eine Lesung eines Buches geschieht. Weil wir morgen früh noch zusammen. Wir müssen ordentlich langsam lesen. Ich sehe schon einige, die Leute in Lust haben, aber ich kann es Ihnen nicht helfen. Aber ein paar Worte möchte ich schon zu dem Buch sagen, wie es entstanden ist. Und ich möchte zwei Schwerpunkte nennen. Erste Hälfte möchte ich mich mit der mittelalterlichen Vor- und Frühgeschichte beschäftigen. Und der zweiten Hälfte mit der Neuzeit bis hin zu vorgestern und so fort. Und es klappt dazwischen, dass ich meine Sänger, Sängerfreunde nochmal bitten kann, das zu singen. Aber jetzt wenden wir uns dem Buch zu. Ja, äußern wir auch mal was, okay. Wir haben hier die Stadtplatte der Almbach. Wenn wir da gucken. Ja, wenn ich die Freude habe, Grundschüler oder auch Gymnasiasten, je nachdem wer kommt, wenn die Stadt zu führen, führe ich sie immer auf den Plan. Meine Frage ist, was glaubt ihr, wie groß Almbach 1900 war? Und da gehen die Leute hin und sagen, ja, so. Oder manche auch so. Aber, oder da, und der Außenmeister nach oben. Und dann sage ich ihnen, das, was oben ran ist hier, so groß war Almbach. Und allein diese Gegensatz, das mit zum Staunen, das Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie es noch nicht so gesehen haben, ist unglaublich, wie sich das entwickelt hat. Und es kann natürlich nicht anders werden als so eine Stadt, so ein Ort, wie er ist, weil da tut sich so viel. Und dass das alles planmäßig abgeleitet ist, ist da wirklich erstaunlich. Das ist auch ein Grund, warum das 700 Seiten ist. So eine Entwicklung geht nicht vorher nach morgen, schreibt man in drei Sätzen auf, sondern da braucht es viele Jahrzehnte und viele Maßnahmen, und die will man ja darstellen und auch bewerten. Das ist ja eine Geschichte. Und deswegen also hier diese Sache. Damit Sie jetzt nicht gleich verzweifeln und sagen, das gucke ich mir nicht an, das tue ich mir nicht an, das ist immer alles zu viel, die 700 Seiten. Habe ich zwei Hilfen eingebaut für Sie alle. Einmal
eine sehr ausführliche Rede. Das ist also ein 12. Gliederung. Da könnt ihr nachdenken. Das Buch ist chronologisch aufgebaut. Also wer was am Anfang lesen will, wird die Steinzeit ins volle Buch. Und wer etwas über die Pandemie lesen will, der muss hinten schauen. Also, das hat sich schon zur Zeit gereicht. Das ist auch das Entscheidende. Alles, was passiert, passiert nicht im luftleeren Raum, sondern im Rahmen einer historischen Entwicklung. Und deswegen muss man darauf achten, dass das auch alles zu gelten kommt. Das ist das eine. Und dann habe ich noch, weil ich noch eine Seite was mir ein Bedürfnis war, eine zweite Seite genommen. Und zwar habe ich Stichworte. Das Dicht war alles. Nicht jeden einzelnen Frösch und das sonst auftaucht. Hier ist Stichwort von Seite. So, wenn Sie gucken, da steht dann klar, können Sie besser lesen wie ich. Zum Beispiel die Lage, die Bürgermeister, die Baugebiete, Arbeitsplätze, technische Infrastruktur und Stichwort finden Sie das alles, auf welchen Seiten einer steht. Weil ja, ich nicht geschrieben habe, wie oft ist ein Kapitel die Glanzstoff. Von der Gründung bis jetzt und sonst was, sondern die Entwicklung der Glanzstoff ist stets eingebaut in die historische Entwicklung. Und deswegen sind das verschiedene Teile. Aber damit man nicht verzweifelt, kann man danach kann man helfen und nicht mehr alles gut abkürzen. Worum es auch noch so viel geworden ist, ist natürlich auch die Tatsache, dass, wie ich schon sagte, viele Beeinflussungen geschrieben worden ist. Da hat man viele Quellen. Ich komme gar nicht zu all den zu erwähnen, die schon etwas geschrieben haben, auch Gutes, der vorhin ein bisschen flapsig gesagt, nichts Gescheites. Sondern haben natürlich viele Leute sich Mühe gegeben. Der Schmöder zum Beispiel, der von Erlenbach, der schon einiges vorher erarbeitet hat. Dann der Dr. Trost vom Nachbarort Wörth hat sehr vieles geschrieben, also mehr in Wörth als hier. Was man auch dann in Elsenfeld existiert, eine gute Geschichte aller Ortsteile. Oberburg hat der Leo Hefner geschrieben. Da haben wir schon mal gut, da haben wir schon eine ganze Reihe von Dingen, die man. Wo man weiß, wenn man etwas zu verdanken hat. Und ich habe viele Quellen ausgewertet, das ist gar keine Frage, nicht nur, wie sie meist gilden, Urkunden irgendwo, sondern zum Beispiel in Zeiten aus dem Dritten Reich, 1939, war eine große Feier wegen der neuen Einladung des Denkmals, die wir hier sehen. Und da steht hier eine Geschichte drin. Und da steht auch drin, wo sie also in Erlenbach war, mit Sicherheit eine der ältesten Siedlungen hier in der Gegend steht da. Alles geschrieben hat ein Rektor Josef Schwarz, der war Rektor im Rück. Der hat viel geschrieben, der hat 1908 und 9 mehrseitiges, zwei Seiten jeweils im Spessartempel geschrieben. Geschichte war wieder mal Erlenbach gewesen. Aber alles, was er geschrieben hat, wurde genommen als stimmt. Und hier ist das aufgenommen und hier kann man natürlich auch politische Werte machen. Also hier steht, nichts steht fett gedruckt, da oben steht also dieser Josef Schwarz, der ist fett gedruckt. Und dann hier, da steht dieses sogenannte Privilegium, dass ich nie ein Jude in der Erlenbach niederlasse. 1939 war es eine wohlfeile Empfehlung nach die Obrigkeit. Ne? Das stand auch in der Sache drin. Alles, was da im Nachkrieg veröffentlicht worden ist, meistens, da ist es ausgestrichen gewesen, vernünftigerweise, aber nicht mit Begründung. Da haben sie mir gerade gesprochen. In dem Buch gehe ich ausführlich auf dieses ein, weil dieses Privilegium kurz nicht gegeben hat, es auch nicht gegeben. Ich glaube auch nicht, dass es überhaupt so als gibt. In der Art Privilegium war, dass ich ihn ansiedeln könnte und was damit hat. Aber das sind kein Jude sich ansiedeln darf in einem Dorf, das halte ich für sehr fraglich. Vermutlich war es das, warum die alle waren überhaupt keine Fremden wollen. Das war ja alles voll, proper, voll ganz kleiner Ort und alles war eng ineinander gebaut. Die saßen eng aufeinander, wer soll da noch kommen? Und das ist sowas, geht dann natürlich leicht davon der Fliege. Deswegen ist so eine Sache eine gute Quelle. Eine gute Quelle ist einfach die NS-Zeit, weil natürlich Freudenstrahl hier erzählt wird, wie sich die NS-Organisation in Erlenbach aufgebaut hat, was alles für die Verdienste haben und. Und darüber gibt es keine Aufzeichnungen, aber wenn sie selber geschrieben hat und weiß wenigstens, was passiert ist, hat er weniger Durchhalt. Also auch solche Quellen sind sehr wesentlich. Aber hier sieht man in Erlenbach einen Auszug aus der Dorfgeschichte, wenn Sie mal schauen, hier oben,
Der Artikel bis zu Barbarossa ins Netz des Jahr 1132. Ich will da nicht näher dran eingehen, auf die Privilegien, da schreibt er das nicht davon. Aber was zum Beispiel hier steht, die reizträgende Art ist von uns billig, da wird halt auch gerufen, der Kreisheimatpfleger, das ist der herzliche Grüße, weil ich ihn grob schätze, der für den Main-Spessart-Kreis, der ist aus Lohr, schreibt, zusammenzucken, das war eine reizträgende Art ist von uns billig, ein Spross aus dem Geschlecht der Reizkramen von uns billig, die letzte Äbtissin im Kloster war auch hier in der Kirche und alle machen Kramen. Also, da stimmt die ganzen Redner nichts. Oder doch, der Ruf hat immer falsche Redner erzählt. Ich muss jetzt mal so als genau erkunden. Also sehen, was da geschrieben worden ist. Ja, es ist da schreibt er von Fürstbischöfen von Mainz. Fürstbischöfe gab es nicht in Mainz, sondern mal Erzbischöfe, Kurfürsten und so weiter und so fort. Das sieht man. Auch solche Sachen hat das alles wachgehalten, am Anfang des 21. Jahrhundert und große Vorträge gehalten. Und wenn ich so einen bekomme, bin ich alle noch hier, da ist der Artikel da, es bringt der Kreisel, was die Leute alle machen und so weiter. Das wurde eben dargestellt. Die Leute haben es aufgefasst, aber oft als ob es Tatsache, eine riesige Tatsache ist. Haben dabei natürlich vergessen, dass Sage und Geschichte schon miteinander zu tun haben, aber dass die Sagen allerhöchstens was widerspiegeln und nicht erzählen, was tatsächlich passiert ist. Ja? Und insofern das ist interessant, dass also bis ins 29. 21. Jahrhundert hinein die Barbarossa-Sage eine wichtige Quelle für alle war, wenn sie Barbarossa und die Staufer gegeben haben, dann war immer als Beispiel auch die Erntehalle Barbarossa-Sage im Kapitel hier und so weiter. Bis es dann Ende des ersten Jahrzehnts kam, dass die Barbarossa hatte Ende 1983 ein besseres Ruhm, das heißt, als sie den Erlbach zu verirren. Ne? Das Schlagzeile der Zeit. Und stand dann auch noch besser. In der Zeit waren 9 Teile gestanden drüber und besser 20 Seiten. Und dann wurde über Kaiser Rotbart das Körbchen Wahrheit gesprochen, dass er überhaupt nicht drin ist. Das sei alles, wie alles auf dem König Ruprecht zurück. Deswegen müssen die Erlenbacher den Barbarossa-Namen in Ruprecht umbenennen. Was sie natürlich nicht getan haben, die auch nicht werden. Aber das ging mit Polemik los. Das muss man schon auch, da war ich, muss man auch begegnen, nicht mit Polemik, aber sorgfältig forschen. Eine Urkunde kann ich in Namen bringen, das habe ich schon gesagt. Aber ich kann eine Tatsache bringen, auch nicht gleich. Fangen wir ganz von vorne an. In Erlenbach, also wir sind auch sehr alt. Ich war, das ist in Erlenbach gefunden worden, auf Erlenbach hat man geboren. Und auch anerkannt worden als offiziell eines Steinbein, stammt aus der Zeit von 4.000 bis 5.000 vor Christus, also jetzt sagen wir 7.000, 6.000 bis 7.000 Jahre älter als der Ötzi. Also, ne? Der Ötzi, der ist von 3.300 vor Christus, ne? Und dort, dann ist das ein ganz schön Kerl gewesen. Also das hat man hier auch. Dann haben wir natürlich wertvolle Funde. Wertvolle Funde, die wir kennen, der Herr Schröder ist ein Garten, der Spargelbeet machen, Urnen da. Und dann hat er in der Nähe noch ein zweites gefunden. Und insofern, Michael Botschaft kommt aus der Zeit so, naja, 800, 900 vielleicht vor Christus. Aber ist ja schön, die Stadt ist ja auch als Sinnabteil ausgestellt. Da haben wir die Funde hier in Erlenbach. Vorhanden sind da alles, was rot ist. Ne? Da ist, hier finden wir, an dem Punkt finden wir hier den Herrn Schröder und seine Gatte, weil er einfach sehr, sehr bäuerbar ist. Ne? Dann interessant sind diese Gräber hier, die mittlerweile fast völlig verschwunden sind. Beim Parkbau, da waren 4 Stück, 4 große, die mehrfach ausgegraben worden sind. Das ist der Weg hier zum Fußballplatz. Das ist der Fußballplatz, das ist jetzt. Und den sieht man noch hier. Neben der Bahnlinie, dem Fahrradweg. Wenn man genau guckt, sieht man, dass da noch der Hügel ist. Aber wenn da noch 10-mal der Bulldog drüber fährt und geackert wird, dann ist es fort. Wie anderswo auch in den Plätzen ja die Dinge auch massenweise verschwunden. Das sind nochmal aufgezeichnet, sehen wir in der, die gleichen Sachen. Was neu ist, deswegen zeige ich Ihnen das auch, das habe ich auch aufgenommen.
Ja. Ja, okay. Jetzt. Das ist so, so können Sie sich in Bayern machen lassen. In Bayern ist das Hauptgebiet hier eine große Fläche hat. Und tatsächlich, da habe ich ja nur nicht glauben, gehen die davon aus, dass hier eine vor- und frühgeschichtliche Siedlung war, 100 mal 200 Meter, vielleicht etwa groß, so hinter dem roten Bildstock, ne, Richtung Badeübergang. Also, ich würde sagen, das war ein Vorerlenbach. Natürlich, ein Urerlenbach, das ist auch weitergebracht worden, aber es war immerhin da. Weil in der Nähe sind so viele Funde und Gräber, dass sie sagen, da ist was da gewesen. Aber sonst kann man hier eigentlich wenig über die Zeit sagen. Weiß noch in Erlenbach, dass um 200 vor Christus die Helvetier gewesen war, ein keltischer Stamm. Die ganzen Terrassen aus Römer Gebirgen immer gefallen, sind abgezogen, ist Berner Oberland, wo sie heute noch sind. Und Schweiz, Helvetier, weiß ja jeder, haben wir also das zurückgelassen, das Land war frei und ist ja dann kurze Zeit später von unseren Freunden Römern genommen worden. Unsere Nachbarstadt gehört, zweite Bürgermeister ist da, der hat uns gehört. Freut uns, dass die da so ein schönes Kastell gehabt haben. Das ist der Main und da ist die Siedlung, wie die alle machen. Ne? Die Inseln sind doch ähnlich überhaupt, also, aber das Kastell ist also nur gegenüber der Siedlung, kann man finden. Da wird ja öfter in Oberburg, was ich sehr gut finde, Römer, Festspiele und anderes veranstalten. Da kam einfach Römer berühmt. Ich habe extra eine Stelle rausgesucht, wo Karl dahinter ist und da das fotografiert wird, der einfach sein. So sah das aus, wenn die Römer mit ihren Schnellbooten dem Main kapuliert sind und versucht haben, hier aufzupassen, dass keiner was Böses tut. Blieben wir von 100 bis 250 und weiter. Und da soll ja, das ist die schöne Sage von der Römerschlacht auf dem Dachsfeld, das soll ja stattgefunden haben. Das ist eine Originalkarte aus dem Bayern-Atlas, aus dem 19. Jahrhundert, da stand Blutfeld der Römer oder Campus Damnatus, also da, das soll also deswegen Dachsfeld heißen, weil die Römer verloren haben, also verdammtes Feld, der Campus Damnatus auf Lateinisch natürlich. Und deswegen heißt es Dampfsfeld, was er nicht. Und die Germanen hat sich kräftig aufs Haupt geschlagen. Eine wunderbare Geschichte, an der nichts stimmt. Der Name kann sich nicht so entwickelt haben. Es hat wahrscheinlich keine Schlacht da stattgefunden, sondern ganz woanders. Schon eine. Der Karakal war in der Nähe, aber der hat wahrscheinlich vertraglich das gelöst. Und nicht die Germanen haben gewonnen, sondern die Römer auch. Das ist eine unwichtige Einzelheit. Aber so haben sich die Menschen eben erklärt, wie etwas passiert. Und die Römer müssen nicht mitmachen. Und diese römische Schlacht. Interessant ist, dass es da zwei verschiedene Blutgräben gibt. In Essenfeld haben wir einen anderen Blutgraben als in Alpbach. In Alpbach ist dort, wo der Gleitstock die Kohleanlage ist. Und in Essenfeld sind wir noch ein Stück weiter. Lassen wir das mal da. Danach, als die Römer weg waren, kam die Verfrankung. Also die Franken. Nachdem die Franken, die alle mal besiegt haben, bei Köln 496 und dann nochmal, sind die langsam rein aufwärts. Das war nicht so, dass Scharen von Franken anmarschiert kamen und dann erobert haben, sondern da kamen Leute, haben Verwaltungen aufgebaut, Adlige, der König hat Höfe aufgebaut und so weiter, haben Leute nachgeholt und die Verwandten haben dort aufgenommen. Und zu Franken sozusagen. Deswegen für Franken des ganzen Gebietes. Und das Ganze lief ja parallel dazu mit der Christianisierung. Und das ist jetzt so einfach, man weiß mehr, mit den Kilian, Kolonna und Dottnern, die ja umgebracht worden sind, als sie versucht haben, hier den Franken das Christentum einzubringen. Aber heutzutage sind sie natürlich hochgeachtet. Die Köpfe der Frankenapostel sind ja 1989 herumgegangen in die Diözese, da waren sie bei uns. Und wir haben alle mit großem Interesse und Freude uns das angeschaut.
erste Strukturen hier richtig. Das mit der Herrschaft Klingenberger, muss ich sagen, kann man nicht genau beschreiben, was das und wie es groß war, aber diese Herrschaft Klingenberger, zu der gehörte Almbach bis 1873, als Eckinger Bereich, sozusagen als Kreisstadt und so. Das Klingenberg war für uns der maßgebliche Stadt. Und der Gerichtsbezirk, der da war, war die Zenzler Eich. Das sehen Sie, ne? Zenzler Eich, Zentner Antwerpen, das ist gleich unter Lateinisch. Und Zenzler Eich, wahrscheinlich deswegen, weil das Gericht fand unter einem Eichbaum statt. Und zwar musste er gewesen sein in der Nähe von Mechnat. Mechnat hat ja eine gewisse zentrale Rolle. Auch aus anderen Gründen, da war der Gerichtssitz noch nicht in Klingenberg. Er ist erst später nach Klingenberg unterversetzt worden, das ganze Gericht. Und dann von Klingenberg führt dann der arme Sünderweg zu dem Galgen. Ne? Und der Galgen, wo manche einer mal erzählt, der Genauheit gehabt, also Gerichtsbarkeit, die er Schabhauser hinterlassen, das ist der Einzige, der da oben ist. Also man kann nicht sagen, dass da noch einer war, eine alle war Galgen, das Hochgericht. Die Verurteilung der vier hohen Rügen, nämlich Notzucht, Diebstahl, Mord und schwere Körperverletzung und Brandstiftung, die sind da abgeurteilt worden. Und die Leute am gleichen Tag noch auf dem Abend Sünderweg später, von Führerberg aus, rauchen die Galgen, die heute noch zu sehen ist, oberhalb der Lage Galgen, Galgenröder, wo die Männer jetzt Weinfest haben. Also, jetzt sind wir aber schon nah an der Zeit, wo der Barbarossa auftauchen muss. Aber vorher wollte ich mal mit Ihnen klären, wie kommen wir zum Namen Almbach? Das war die einfachste Erklärung, die wir früher gerade gehört haben. Man macht und erinnert man Almbach. Hat was, aber wo ist hier hingegen ein Bach, ein wichtiger Bach in Almbach? Auch drüben, auf der anderen Mainseite. Das ist ja Hamburg eben nicht so. Dann, deshalb hilft uns das Doppelfoto zu zeigen. Das ist ein Steuerverzeichnis. Das Finanzamt hat hier genau gearbeitet. Da müssen wir dankbar sein, da wissen wir was. Wir sehen hier diesen Erlenbach. Bloß wenn wir noch weiter gucken, weiter unten, ist noch einmal ein Erlenbach. Und wenn wir noch weiter gucken, ist noch einmal ein Erlenbach da. Was ist nun was? Hier steht verklausuliert Wölfeld sozusagen, Erlenbach, Oberburgershausen, also Mainhausen. Das heißt, das ist hier unser Erlenbach, ne, auf der Seite. Das ist die rechtsmainische Seite. Hier steht Triebfurt, das ist Trennfurt, Erlenbach, und dann kommt Siebenhauen, bleibt nur Wörth übrig. Dieses Wörth hieß da Erlenbach. Und dann gab es noch einen Wald-Erlenbach, das nach Siebenhauen war, das gibt es nicht mehr. Das ist ein Ort, von dem es nicht mehr gibt. Welcher ist denn uns das? Ganz klar von der Lage her, aber das hieß da Erlenbach. Ist da Parte. Wenn man sieht, dieses Erlenbach, das war viel größer, höher und bedeutender, hat 8 Mal der Hafer liegen müssen. Steht da 8 Mal, da heißt es, die Erlenbacher mussten nur 3 Mal der Hafer liegen. War also erheblich kleiner. Und ist davon auszugehen, dass von Hörden aus die Erlenbach mit gegründet worden ist, dass das als die ersten Höfe hier waren. Häusner war der einzige Höfe, die gesichert war, eigentlich rechtsfrei, dass die dann der Hauptort Wörth war. Und Ende dieses Instand von 1280 später oder sogar früher, auf der Hof ist jetzt auch ein bisschen früher, weil das gemacht worden ist, 1250 bis 80, 85 auf alle Fälle. Und zu dieser Zeit gab es schon Urkunden. Da wurde auch schon von einem Werder die Rede. Weil da wurde eine neue Stadt gegründet auf einer Maininsel. Wörth, ein Wert, der Richter, dieser Maininselname, der ist dann diesem Wert geblieben. Es gibt eine Urkunde dann auch schon, wo sowohl Wörth, also ein Fährmann aus Wörth in Erlenbach ein Weinberg bietet. Und insofern war klar, dass da ist. Im 14. Jahrhundert, also nach 1300, haben die Erlenbacher den Namen Wörth angenommen, alle Leute auch und geschrieben. Und für Erlenbach ist der Parte, unser Ort früher hieß, also auf dieser Seite, wo man von der Aschaffenburger Sicht aus, ne,
Der Fehler weg und so haben wir unseren Namen Erlebach. Das ist vernünftig. Man könnte auch sagen, es gibt da Leute, die sagen, wir seien ein Adelsgeschlecht, das auch in Wörtleben und anderswo bis 7. Jahrhundert. Der Unwald ist rausgegeben, das die Niederadelsgeschlecht Erlebach. Und da beheimatet in der Nähe von Frankfurt, da kamen die her und waren da. Jetzt sind wir endlich bei unseren Freunden Arborosa. Es kam der Kopf, das ist der ganze lange Zeit als eine Abbildung unseres Kaisers. Und seinen Paten geschenkt. Und dann wurde er gefeiert, das war 1935. Da wurde er für 11 und 1953 gefeiert in Albach. Interessant ist, ne? 1935 haben die Männer dominiert. Und 18, aber 2008 war es auch anders. Die Frauen, es tut sich also doch was in Deutschland, weil meistens tut sich nichts. Also, hier sind wir ohne die Frauen nichts gegangen. Dann hat, wenn er einmal bei der Barbarossa-Schule hat, unser, das war damals der Kunst- und Geschichtsklass, Leo Hebner, eine schöne Schrift für die Schüler geschrieben und da schrieb er, der Kaiser Barbarossa, der ist auf seiner Reise zur Hochzeit des Beatrix von Burgund durch Erlenbach getackert in einem, sozusagen, nach dem, also der hat wieder ein anderes Land, der hat 1156 angenommen, der Dauer. Und die hätten dann hier übernachtet für Hochzeitsreisen vor dem Kaiser. Naja, aber die Erlenbach hat gesagt, das ist das Barbarossa-Haus, da ist ein Bogen, da war ein Wappen dran. Und das hat ja auch ganz weit. Also jeder mit seiner Ehrfurcht, brauchte man den Rücken mit Ehrfurcht vorbeigeladen, das ist Barbarossa gestorben. Das war also Tatsache. Vielleicht hat das auch gut und weniger veranlasst zu sorgen. Also wir würden gerne alle da mit Nacht, wo so ein schönes Schloss da gab, so ein Fliegerberg, so ein Burg. Jetzt aber ernsthaft. Ich glaube nicht, dass er da oben übernachtet. Erstens war Barbarossa sehr unglaublich durch die Brücken gegangen. Zweitens war die fürchterlich unbequem, verlaust, verdreckt, viel zu eng. Und da wird er bis seinen mehreren hundert Leuten mit hinausfallen, die sollten die auch versorgen. Und drittens ein Umweg. Mussten ja irgendwo hin, die waren ja unterwegs, wenn die hier einfach Rast gemacht haben. Dann war das die halbe Zeit zwischen Amorbach und Aschaffenburg. Und hier konnte sie versorgt werden und so weiter und so fort. Und insofern ist also klar, dass er nicht den Umweg in die Klingenbrücke gemacht hat. So viel Zeit hat er auch wieder nicht. Insofern ganz ernsthaft kommt das wirklich in Frage. Und hier haben wir, was hat er das jetzt getan? Hier hat er einen Professor zusammengeschrieben, wo der Barbarossa überall war, und seine ganze Zeit, bis 1189. 18 Mal in Worms, 17 Mal in Würzburg, 14 Mal in Nürnberg, in Frankfurt, Speyer, und überall, und das nimmt gut hier sind sie alle, wo der Punkt jetzt ist. Also, da muss er schon echt krumm gelaufen sein, dass er nicht durch alle Platz gekommen ist oder vorbei. Also, die Tatsache, er hat sich nie hier verlaufen, ist also ein großer Unterschied. Ob er mit den Leuten gesprochen hat, ob er ein Privileg verteilt hat, alles kann man anzweifeln. Aber dass er hier vorbeigekommen ist, dass ja auch eine Pause war, das kann man wohl nicht bestreiten. Und insofern ist die These, was der Dr. Mann, der für dieses tolle erste Buch geschrieben hat, dass die These, dass er mehrfach, dutzendmal vorbeigekommen ist, eher zu glauben, als was wir vorher gesehen haben. Er hat ja Besseres zu tun, als da alle zu fahren. Also, von den Reisen her ist es klar, ich kann es auch noch genau nachweisen. Außerdem ist auch was geblieben, nämlich die Freiheit. Wenn Sie hier sehen, Johann Friedrich Karl, der Gottes Gnaden, der ist übrigens in Aberbach geboren, der hat in Ostheim, ja, der Heimat. Und da arbeitet sie hier irgendwann dran, da habe ich hier Rede da. Das Mainzer Landrecht zum Beispiel hat er veröffentlicht. Das hat diese Erbteilung gebracht, warum also nicht nur ein paar hundert, sondern 11.000 Flurnummern in Erlenbach zum Beispiel allein. Das ist dem Herrn zu verdanken, weil man
als normale und vererbt wurde. Der hat eine Urkunde ausgestellt, nicht nur als Titel einer Maria Elisabeth Berninger von Mechenat in der Kellerei Klingenberg. Dieselbe wollte sich nach Erlbach verheiraten und sie hat also untertänigst gebeten, die Leibeigenschaft zu erlassen. Und er hat die Bitten angesehen und diese Maria, also der Lateinisch, Elisabeth Berningerin, von ihrem Leibsherrn freigesprochen, dass er nach Erlbach heiraten konnte. 25. Januar 1651, schön bürokratisch, Nummer 22. Der Mann ist 1743 Bischof von Mainz geworden. Das heißt, er hat pro Jahr drei Leute freigesprochen, Leibeigenschaft. Ne? Also massiv war es nicht. Aber jedenfalls können wir daraus erkennen, was dieses tun hat. Jedenfalls eine weitere Auswirkung, den wir ganz kurz aufzeigen, hier die Stadt. Weil ich gesagt habe, Erlbach, die wirken überhaupt da. Das ist nach 1668, da seht ihr, welche Orte frei waren, welche Leibeigen waren. Und wir haben Klingenberg war frei, Erlbach war frei und als einziges Dorf. Die Stadt Wirt war frei, der Fleck in Mönchberg, das war halbe Stadt, war frei, alle anderen waren Leibeigen. Also die Erlbacher hatten eine herausgehobene Stellung, sonst hätten sie es gemacht. Irgendwo muss das hergekommen sein, das werde ich nachher versuchen zu klären. Jedenfalls wurde dann jetzt mal behauptet, dass das gekommen sei von einer Stadt, Stadtrechte, die verliehen worden sind vom Kaiser an Konrad von der Klingenburg. Das muss man nicht lesen können, steht drin. Jedenfalls steht von Erlbach nichts drin. Er verleiht die Freiheitsrechte von Gelnhausen, die gleichen, an die Orte in der Städte unter der Klingenburg gelegen. Die Beschreibung unter der Klingenburg gelegen wurde dann bezogen auf Erlbach. Und dann hieß es dann, noch deutlicher zu machen, würde im Zusammenhang mit Erlbach stehen, Rest von Stadtrechten, die Rupprechte im Jahr 1402 dem edlen Konrad verliehen hat, für die gewahrte Stadt, die hierzu vorgenommene Umsiedlung eines Teils von Erlbach mit dem Flurnamen Alsdorf und Hühnerweingärten nahe der Kirche und der dort aufgefundenen Baulichkeiten, also Reste der Baulichkeiten. Jetzt gehen wir zum Altdorf, das ist hier. Jetzt das war ein Spielplatz, nehmen wir noch ein besseres Bild. Hier, das kennen Sie alle, ne? Das sind, in Erlbach heißt es nicht Altdorf, sondern die Altdörfer, Plural. Das kommt Altdorf aus Altdörfer her und das ist der Steinufer. Also, dass das mal besiedelt gewesen sein soll, um das dann zu verlegen, das ist mir doch, scheint mir doch ein ganz großes Rätsel zu sein, wie er das gedacht hat. Aber es wird, wie gesagt, behauptet. Hinzu kommt noch eins. Die Altdörfer sind nicht hier, ein Teil ist ja hier an der Kirche. Also hier etwa, das sind die Altdörfer. Sondern die Altdörfer ziehen sich über Kilometer hier am Mainufer entlang über die steile Oberteile in verschiedenen Sachen. Und dass da eine Ortschaft hat, da hat noch kein Mensch Baulichkeit gefunden. Das hat auch der Schüler hat geschrieben, ja. Und der Kalster. Und deswegen wurde, und das Zweite, den Hühnerweiter, das ist das hier, sehen Sie hier, da ist er, der, und hier ist er das, da etwa der Kindergarten, der Helmut Fuchs vielleicht, oder was man da noch bei der, im Hühnerweingarten gebaut hat, aber jedenfalls hat dann auch niemand, also bis auf die Kinder, die haben von ihrem Vater erzählt, dass der Baureste gefunden hat, hat die großen Gefühl und wo genau und was es war. Also man konnte davon ausgehen, dass da geschlossen und ein großes Gebäude gestanden ist. Das heißt also, es ist nicht zu glauben, dass dieses Gebiet hier, wenn wir dazu,
verlegt worden ist, um hier bei der Kirche oben einen Ort zu finden. Also die Stadt. Deswegen glaube ich nicht, dass das mit den Stadtrechten geht, hier auch zumal noch eins kommt. Dieses Steinufer war manchmal überschwemmt. Wenn alles sofort geht, kommt eine andere Papier, machen sich nächstes ans richtige Ufer gesetzt. So, jetzt machen wir eine kurze Pause, weil die Sänger wollen jetzt in der Barbarossa passieren. Ihr Leben ohne Sau,
Und es steht in der dritten Zeile,
Und die haben natürlich Leutwilfe kennengelernt, das ist die Unterwerfungsurkunde für Klingenberg und die Dörfer Erlenbach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Erlenbach bei der Zerstörung des Fleckes, wo selber davon gemeinsam ist. Und an einer anderen Urkunde schreibt dann auch noch der ein Bischof, dass er jetzt, dass jetzt die Stadt und das Tal ihm gehören. Also es gibt sogar schriftliche Urkunden, die zeigen, dass das nicht unser Erlenbach ist, sondern dass das war vermutlich hier etwas war. Also diese These, dass wir alles umschreiben müssen, weil da ein Stadtrecht gefunden wird, die ist meiner Meinung nach nicht zu halten. Ja, jetzt wollen wir einfach mal weitergehen in die Neuzeit rein. Aber der will nicht. Da muss ich heiliges werden. Er kann mir helfen. Ah, jetzt geht's. Danke. Warum die Rechte von Erlenbach da waren, weiß ich nicht genau, also für wen sie kommen sind. Vermutlich hängt es natürlich zusammen, dass Erlenbach und Himmeltal sehr eng verbunden waren. Denn Himmeltal ist ja gegründet worden von Grafen Riedeck und seine Frau, eine Helmdeierin, und die haben die das Patronat Kirchenpatronat der Erlenbacher Kirche gekriegt und dann wurde ihnen noch die ganze Erlenbacher Kirche und alle Besitzungen dazu geschenkt, weil sie so arm bestückt waren durch die Riedecker, dass es eine Gelangung gegeben hat. Und deswegen ist also eine enge Beziehung da, wo die Mainzer haben nach, mit allen Mitteln an Himmeltal festgehalten, weil die Erbe hier rein hat. Die Riedecker haben die Vogtei über das Kloster sich gehalten, damit konnten sie über Besitz und so weiter mitbestimmen. Und jetzt wollten sie natürlich mitbestimmen. Als die letzte Äbtissin Normale gestorben ist, waren also erbarische Beamte in der Eschau abgewackert und mainzische in Elsenfeld. Und sobald die tot war, sind sie losgerückt. Und die Mainzer waren eher dran und das besetzt. Ich glaube, dass das genommen. Und es ist noch ein zweites Mal passiert, bei der Neueinsetzung der Anna Gäubel, die da die letzte Äbtissin war. Die haben die eingesetzt im Kloster Himmeltal als Äbtissin. Die arme Frau hat erst einen Mann und dann kam keiner mehr gehabt. Alles war verfallen. Ein Abt, der das sich angeguckt hat, der sagt, es müsse die Haare zu Berge stehen, wie schlecht das Kloster beieinander war. Und deswegen, aber die Mainzer haben zwar dafür gesorgt, aber haben es dann weiter gemacht. Jedenfalls blieb es auf diese Art und Weise mainzig. Und die letzte Äbtissin, die ist 1601 hier in Erlenbach tatsächlich gestorben, die hat dann heute im Pfarrhaus, weil sie den Pfarrer gut kannte, und ist dann begraben worden unter dem im Chor der Kirche. Und da ist das einzige Grabmal, das wir haben, ist da ist leider schlecht zu sehen und kaum, steht auch nichts dabei. Aber das ist das Grabmal der Anna Gäubel, sieht man als Zeit gewesen. Hier unten kniet die Dame, das Gott verdammt Engel, zur Dreifaltigkeit geleitet. Das ist so schön ausgestattet, und genau hin, dass es wirklich ein Kunstwerk von vergleichen ist. Und das deutet also darauf hin, dass die Mainzer immer wieder, dass die also darauf geachtet haben. Da haben ja die Mainzer das eingezogen. Da kam ein Verwalter, ein Schaffner, der hat den Altar, der heute Seiten der Kirche ist, gestiftet. Also die Erlenbacher hatten dann was davon. Leider haben sie ja die Jesuiten gekriegt. Und die haben nichts mehr gezahlt für die Kirche. Im Gegenteil, die haben den Erlenbacher Pfarrer den Verdienst weggenommen, indem sie andere Pfarrer haben, tauchen und alles lassen, was an sie verboten war. Aber, und zwar deswegen haben sie begründet, weil der Mainzer Bischof den Zehnt zwar ihnen gegeben hat, aber nicht den Weinzehnt, den hat er behalten, dann müsste weiter nach Mainz gegeben werden. Und deswegen zahlen sie nichts mehr. Auch das ist ein Streit, um neben sich zu dauern. Schauen wir weiter. Hier habe ich eine Karte gefunden, was war da auch in der Landschaft. Schauen wir mal, Weinbau und alles Mögliche. Und da habe ich per Zufall hier entdeckt, dass da ja auch eine Ortschaft ist. 1779. Gucken Sie mal, das trifft Hagenau und Erlenbach zu. Da ist die Weinstraße, da ist der Treppenbaum, da ist der Fußweg neben der Kirche, da ist die Hauptstraße und da ist der Winterglaube. Ne?
Und außerhalb des kleinen Ortes gab es nichts sitzen, nur das Posthaus und hier eine Kapelle, wenn die Linkskapelle. Das wäre das Segen, wie ich da schon heute auszusehen. Ne? Also, das ist ein herrliches, da hat es ein Bild für die Größe, von allem mal zu dieser Zeit. Die alte Kirche habe ich hier nochmal, beide alten bis 1908 diese, da ist der alte Altar noch drin, dann ab 1908 mit dem Altar von 1913. Besonders schön, dass wir aus dem Mittelalter noch die Madonna haben. Also die macht ja von Schnellerbach Konkurrenz. Da ist immer die Kuh mit dem Rhythmus von Schnellerbach. Lohnt sich halt egal, wo wir haben, glaube ich. Könnt ihr einfach sagen, die Kuh für die Untergottes von Schnellerbach. Und hier der Schmerzensmann, das gibt es in Aschaffenburg auch, die Statue, ist hier an der Kirche. Kann jeder sehen, außen angebracht. Sehr, sehr schön. Unsere älteste Inschrift ist hier, wenn Sie schauen. 1499, das ist eine Vierer hier, das nennt man die Waschbecken, ein halber Achter, ne? Ein halber Achter ist ein Vierer, Waschbecken 1499, ist am Eingang zum Turm. Was mich sehr freut, ist, dass wir seit einem Jahr den ältesten Wirtsstock auch wieder haben von Erlbach. Der stammt aus dem 15. Jahrhundert, der war in der Mainstraße mal, gleich rechts über Rheinfährt, in einer Mauer, also genommen ist ein Privatshaus, Titelbahner, und wo die das umgebaut haben, ist der Stadt zurückgegeben. Ich hoffe, Herr Bürgermeister, dass Sie einen schönen Platz finden werden. Vielleicht ein bisschen renoviert, muss nicht alles herstellen, ist doch ein herrliches Zeichen christlicher Tradition hier in Erlbach. Was auch auf dem Mittelalter sind, sind unsere Weinterrassen. Das meiner Meinung nach 100%, weil die späteren Jahrhunderte auch keine Zeit haben. Dann das schöne Landwegen. Sind wir heute noch ein bisschen was? Wer Glück hat, kann eine Neigung übertragen. Wenn er Glück hat, schaut er egal aus. Und wenn er noch das Glück hat, dann die Mistholen unterwegs. Das war das Rathaus, der stand hier. Das seht ihr. Das war kein besonderes Stuhlstück, muss ich sagen, zu der Zeit. Aber Abreisen hätten wir es nicht müssen. Das ist heute noch nicht ganz geklärt, wer das gemacht hat. Jedenfalls war es weg. Hier sind wir so in der Kasse. Das ragt so in die Kasse rein. Und hat manche gestört, dass sie mit dem Auto und dem Auto sollen. Mit dem Fuhrwerk durchgefahren sind und sonst was wahrscheinlich. Wenn wir das heute hätten, wäre es wirklich als ein Stückchen ausgebaut gewesen. Aber es ist halt immer da. 1967 ist halt. Aber wir haben auch andere Stückstücke hier noch. Schöne alte Häuser. Oder hier aus dem Altort hier. Also das ländliche ist schon schön. Nur ist das nicht mehr unser Allgemeines. Ne? Das müssen wir hier kennen. Das sind so Reste, die da sind, die für das alte Allgemeines sind. Weil es haben einige Veränderungen staatlicher Natur. Wir sind, nachdem die Wittenbacher ausgestorben waren, die Klingelberger, hat das Ganze das Erzbistum Mainz zu Kurfürstum Mainz. Wir sind also mainzisch geworden und die Mainzer haben in Klingelberg eine Kellerei eigentlich, also eine Regierung, da muss man alles hinbezahlen und das ist das Finanzamt sozusagen. Die 10 Scheuer, gebaut im 15. Jahrhundert, nicht wahr? Und das blieb bis 1803, die Verbindung zu Klingelberg eigentlich. Dann kam eine Phase mit Herrn Unterhalberg. Da sieht man mal, einen interessanten Politiker, der kann trotzdem schlecht gehen. Der hatte ja seit 1802 war dann Erzbischof und Kurfürst, hat mitgemischt, hat den Rheinbund geführt und dem Napoleon quasi übergeben und hat natürlich viele Dinge bekommen. Das ist das Fürstum Aschaffenburg. Und ab 1810 konnte er sogar sich Großherzog nennen, das war das Großherzogtum Frankfurt hier war, aber Frankfurt alle mit dabei, das ist jetzt so geschnallt, wie ich da rumfahre. Ne? Das war das Großherzogtum Frankfurt. Da hätte nie einer gedacht, dass das je zu Bayern kommt, das war viel näher immer am Rhein gelegen, viel näher bei Mainz. Ne? Da hätte jeder gedacht, wenn es über uns was wird. Kommen die zu Mainz, Rheinland-Pfalz oder was dort verhüben mit Hessen, wie man früher gesagt hat, allein. Die Politik hat dazu geführt, dass der Herr von Thalberg sich verkattert hat, sozusagen verspielt hat und es abgeben musste. Er hat 1813 dem Napoleon resigniert, aufgehört, wie wir es da ja schon hatten, dann haben wir 1814 dieses Gebiet gegen Tirol und Vorarlberg getauscht in Österreich. Das
wie Bayern bis hierher gekommen ist. Was natürlich nicht ganz gut ist, weil hier die Sprache, also wir sehen hier jetzt mal ein Viereck, die Sprache, das ist das Rheinfränkisch, nicht Hessisch. Das Hessisch ist auch Rheinfränkisch. Das passt besser in die Gegend als in die Bayerische zunächst mal. Ne? Aber mittlerweile kann man sagen, dass wir gute Bayern geworden sind. Es ging los mit der Regierung, natürlich am Regierungsgebäude 1822. Das war das Landgericht. Wir gehörten zum Landgericht Quingenberg. Dort wurde alles gemacht, was Landratsamt macht, was das Gericht war, alles, Kreiswehrersatzamt, Finanz, alles wurde da geregelt. Bis dann eine neue Regelung 1862 kam, der Land, den Bezirk Oberndorf gegründet wurde. Da wurde Oberndorf Bezirkshauptstadt, das heißt Landkreishauptstadt. Im Dritten Reich heißt das Landkreis, vorher hieß es Bezirk. So, das sind die politischen Veränderungen, die gehörten immer und immer, immer zu den kleinen Spielen mit Dingen. So sah einfach zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus. Und jetzt kommt die Schlussbetrachtung, die ich eigentlich auf die mich freue. Was passiert, wenn auf so einem Dorf die Industrie stößt? Es kam das in den Herbst, 1819, erste Gebäude, sehen Sie an aller Seite, es waren noch Gebäude zum Teil gestanden, die da das Schiff bauen, die tatsächlich 1921 schon das erste Schiff gebaut haben. Ja, das wurde getauft am 23.01.1921, also genau vor 100 Jahren ist das erste Schiff vom Stapel gelaufen und hieß Braunkohl 29, das ist also geliefert worden an den Braunkohlgebiet, weil er das große Kran nicht wagen konnte. Und die Glanzstoffbauten, das sind die ersten Gebäude, die sind 1922 gebaut worden, also es gab vorher schon ein Hauptgebäude, ein Hauptgebäude. Und hier ist die Anbahntrennung, das heißt, die Glanzstoff ist ganz und gar auf Ellerbacher Gebiet gegründet worden. Hier ist übrigens der, wäre der Flutgraben, wenn noch da wäre, gebaut ist. Also, ganz und gar da, also Industrie haben wir jetzt. Die anderen haben das nicht mit großer Freude abgenommen. Man hat zwar jetzt Elektrizität gehabt, aber Wasser zum Beispiel hat mit der Werft nur in der Größenordnung eines Haushalts gegeben. Die haben ja viel mehr gemacht. Da haben die Werftarbeiter einige mit Töpfen und die haben die Wasser in die Werft gebracht, damit es noch mit dem Wasser hat, bis das geregelt werden kann. Der Herr Hund hat kaum Wasser gekriegt und den Schellenberger wollte es auch ganz geben. Also so gut lief das nicht mit der Glanzstadt auch. Da ging es 18 los und plötzlich hat nichts mehr passiert, sondern also ist jetzt das Gefühl und her. Überlegen Sie, Krieg, Kriegsende, Revolution, Inflation, da konnte man nicht. Ne? Und erst 1922 bekam die berühmte Firma Philipp Holzmann nach Frankfurt einen Auftrag, die Fabrik zu bauen. So, jetzt haben wir Industrie. Was passiert? Zunächst haben die Erlbacher das quasi ignoriert. Es sind zwei Kunstwerke von Richard Heiß aus Ohren, den ich sehr, sehr schätze, der leider irgendwo völlig untergegangen ist, bei der Beschreibung, wie die Kunst hier beschrieben wird. Der hat hier das bemalt, eines der ABC-Häuser da, gegenüber dem Bahnhof. So haben sie das Leben vorgestellt. Die Frauen arbeiten, gehen aufs Feld und ernten den Mai. Ne? So muss das sein. 10 Jahre später, im Fenster vom Sitzungssaal des Rathauses, hat man schon gesehen, da kam schon mehr, so war die Industrie schon dabei. Hier unter anderem haben wir die Trauben, hier haben wir auch die Ehren, aber hier oben haben wir den Glanzstoff und links haben wir die Werft. Industrie und Landwirtschaft verbinden sich, jetzt auch künstlerisch und gedanklich, aber noch nicht praktisch. Also praktisch sind nicht gern, also die Werft vielleicht schon, aber nicht in die Glanzstoff. Als selbstständiger Bauer, der ist unabhängig, der geht nicht in der Fabrik, das war damals klar. Da ging auch der Spruch hier bei den Leuten um, also bevor ich nach Glanzstoff schicke, verheiratet, hol ich mir lieber einen vom Wissenschaft. Ja, so kann man sein, nichts zu verheißen, aber der Stolz war da, unabhängig zu sein bei den Leuten, das ist ein authentisches Spruch, was ich habe, das war nicht wahr. So, und was macht man? Es entstehen natürlich Probleme für die Stadt. Die Stadt hatte Infrastruktur, muss gemacht werden, Straßen und alles kommt noch drauf. Es muss Wasser. Wasser ist ein altes Problem in allen Bürgermeistern, das ist noch nicht mehr jetzt gelöst, obwohl sowohl der Bürgermeister Kirchkessel und andere gesagt haben, ach, jetzt haben wir, also die Tiefbrunnen machen Sommerferien.
70.000 Leute, das aber auch so, 50. Und da kam dann das Gesetz. Ups, galten die Brunnen nicht mehr, jetzt müsste neu gebaut. Man ist ja gerade dabei, unsere Wasserversorgung herzustellen. Aber Wohnungen, ich gar nicht, jetzt hauptsächlich mit Wohnungen und Fabrik. Ja, was machen? Die Werft wurde initiativ und hat hier die sogenannte Werftkolonie gebaut. Können Sie heute noch sehen, wie heute die stehen da auf dem Weg auf die Stadt Wald. Das waren mehr Familienhäuser. Und es nannte man damals auch Werftkolonie. In Erlenbach war nicht dafür, weil es war so weit außerhalb der Ort, wie können die da draußen das bauen. Ne? Und dann hat aber die Gemeinde selbst, der Bürgermeister Justus Kirchhessen, hat eine Gemeindesiedlung gebaut. Dran. Hier lässt sich auch mal wieder die Diskussion für das war in den 20er Jahren, das war in den 30er Jahren, ist das gekommen ist. Aber das Hauptstück war natürlich ab 1937 die Landstoffsiedlung. Wieder in der Nähe drauf eingehen, das ist ein tolles Thema. Herr Pinke ist da und seine Frau und so weiter, das sind ja Siedler, die alles wissen und genau sind, wenn sie was wissen, dann fragen sie mal da. Das ist aber noch nicht das Gebiet, weil alles andere war dann vom Krieg auch schon da gestanden, ne? Die Siedlung. Also Wohnungen geschaffen, sind wir alle da immer noch auf der grünen Wiese, die Schule ist da, aber kein Krankenhaus, keine Oberhäuser und gar nichts, alles noch frei. Und wie viele Äcker da noch waren, ne? Wie viele Äcker da noch waren, jeder hat ein Schlüssel gehabt, ne? Und heute ist ein riesen Acker, wenn überhaupt mal ist. Und ja, es ging dann weiter, die Entwicklung, im Landstoff, im Krieg brauchte man Fremdarbeiter, die waren hier im Lager untergebracht. Im Süden, in der Landstadt. Es gab bei der Werft auch so eine Siedlung, da wo man die untergebracht hat. Am Ende des Krieges sollen 1600 oder 1800 Fremdarbeiter gewesen sein. Die Franzosen, die Belgier und so weiter sind schnellstens weg. Aber die aus Posten waren da und waren frei. Aber es ist nicht viel passiert. Das heißt, dass die Leute wohl nicht so schlecht behandelt sind. Obwohl sind einige gestorben. Wir haben auch einen Friedhof, das sogenannte Russengrab, wo die Belgier drin sind, weil nicht genau drin. Ich noch gar nicht weiß, wer da jemals drin liegt. Es gibt eine Liste, wo auch feststellt, dass einige Kinder da auch gestorben sind im Lager. Also die werden es halt nicht so gut gewesen sein. Wollen sie gut reden, dass es so schön war. Also ich hätte jetzt sein mögen. Und das war's. Kaum war der Krieg zu Ende, kam doch wieder noch mit den Flüchtlinge. Und der Alter hat mehr Flüchtlinge gekriegt als die anderen. Da ist doch die Statistik ins Spiel. Weil die haben gesagt, ich habe da so viele Fremdarbeiter untergebracht, die darf nicht hin und hin. Ne? Obwohl die also kaum bewohnt waren. Ne? Diese Notwohnungen da hier an der Werft oder anderswo gab es Baracken bis in die 60er Jahre hinein. Und berühmteste Lager war der Ostbahnhof. Auf die Stadtwaldbrücke, wenn man nachfährt, da wurden Eisenbahnwaggons aufgestellt. Ich meine, von Erich Kästner und der fliegende Klasse, das ist ja ganz romantisch. Weil der Nichtraucher dort etwa im Wald, wo Nichtraucher drauf steht und den Pfeil geraucht hat. Ne? Aber hier in Erlenbach, da hinten ist der Wohnhof, das waren auch Notwohnungen. Die Erlenbacher haben schon einiges gemacht. Auch die Häuser, ABC-Häuser am Rathaus etwa, da waren im Rathaus waren zwei Wohnungen drin, im Feuerwehrhaus waren Wohnungen drin. Immer hat man sich bemüht, auch wieder Wohnungen zu schaffen. Das war ein sehr, sehr schweres Ganze. Und in der Kleinstadt geschah auch einiges. Wenn Sie mal schauen, hier ist die Landesgrenze, also die Grenze von Erlenbach. Da ist die Kleinstadt ausgebaut. Was man jetzt so wunderbar sehen kann, ist, dass die Kleinstadt ist, könnte heute einfach weitergebaut werden. Hier oben ist die Produktionsreihe, hier ist die Versorgungsreihe. Energie und so weiter, die können wir weiter ausbauen. Und hier ist das Rohstoff an den Folgen und so weiter. Ne? Das ist so systematisch, dass man heute einfach nur weiterbauen muss. Könnte man nicht bedenken, die haben es auch irgendwo hinten hinter dem vor. Wir müssen noch ein Götze was machen und und. Aber tatsächlich, was noch gemacht wurde, das wissen die meisten Körner, dass die Bahnlinie, die hierher führt, hieß, war die Bahnstrecke. Und die wäre. Würde heute ins Tor 2 reinfahren und den Kürzerpark weg und die ganze Krankenkasse wegmachen. Die wurde verlegt Richtung Osten, wieder 5, sodass hier die Landstoffstraße und dieses ganze lange Verwaltungsgebäude
Und das alles drin ist, was ich gerade gesagt habe, ist dann zugebracht worden. So dass die Kleinstadt da 1948 und ein Bahnverleih aller Bahnzeiten zwei Bahnen, also wir haben keine Einzelbahn, wir haben zwei Haltestellen, die Kleinstadtwerke und Stadt Erlebach. Interessanterweise ist dieser durch die Entwicklung sozusagen die Geschichte so verlaufen, dass wir da einiges das, was gebracht hat. Der Einzugsgebiet der Kleinstadt kam es von weit her. Und hier der Segen, das ist der Haltestelle. Ja. Sehen Sie, was noch war? In Erlbach, das erste Hochhaus im Landkreis Oberbrück. Dort, wo jetzt Fotogeschäft drin ist, neben dem Metzger Stegmann. Da, das war das erste hohe Haus im Landkreis Oberbrück. Das höchste. Da waren Wohnungen drin, eine Arztpraxis und unten Geschäfte, wie sie heute zum Teil ist. Und so geht die Entwicklung dann immer weiter. Sie sehen, es kam Gastarbeit. Das einzige Bild, was ich gefunden habe, wo irgendwas mit Gastarbeitern, hier so ganz genau hin, das sind sie vergangen. Da wohnten die Türken, viele Türken auch. Zuerst kamen Italiener, dann Griechen auch, und ab 1961, 62 Türken. Das ist für die einfach besser, dass dort, wo die Türken stehen, das heißt, in der Tat, genau da waren die Taranten gestanden. Die wohnten da. Aber hat das Gott sei Dank nicht lange gemacht, schauen Sie. Das wurde gebaut, die fünf Wohnblöcke mit vielen Wohnungen. Da waren vier Zimmer mit jeweils zwei und drei Bettzimmer. Die hatten eine Küche, ein Gemeinschaftsraum, Fernseher, Waschmaschine oben und Trockengelegenheit. Also das, wir wurden also hier unten gemacht. Und auch noch in den 60er Jahren die drei Hochhäuser. Neunmal vier Wohnungen pro Stock, mal drei. Wohnungsbau, also man kann nicht sagen, was ich mache. Aber, und da muss ich jetzt auf den Altbürgermeister gucken, die tollste Leistung, und das war heute wahr, dass man hier 70 rum die Stadt leistet. Da war es wie einmal eine Klagemauer, haben sie gesagt, und selber und jenes. Und heute wäre das ideale Bauprojekt. Wenig Grund, viele Wohnungen und kein Frau. Keine Wuchermühlen. Das ist doch toll eigentlich. Ne? Sehr weitsichtig geplant und gut ausgeführt. Wir haben ja ein paar Bewohner da. Die schauen mal nicht kritisch, die schauen wohlgefällig auf ihr. Das ist auch gut so. Habt ihr auch alle gut. Also sehen, die Kleinstoff, die Stadterhebung kam nicht ohne Grund. Das ist alles betrachtet. Was mit Recht. Die Kleinstadt hat sich weiterentwickelt. Es gibt heute noch. Es gibt noch ein paar Reste hier. Der Eiffelplatz, die Faserwerk, Enka lesen wir noch, Kordenka lesen wir noch und so weiter. Aber das Ganze wird, diese 178 Hektar werden von der Mainzeit verwaltet. Oberbrück mit einem Schnibbel hat. Aber man ist bei der Tradition geblieben, was für Kleinstadt war und das in Posten und so weiter. Allerdings, als sie jetzt wollten, dass die Süderweiterung des ICO in Erlebach, bei Erlebach, ins Gebiet, da hat dann der Stadtrat dann doch die rote Karte gezeigt, dass es so das Wettes kommt, IPE heißt, Industriepark Erlebach, und da hat es dann den richtigen Namen. Man muss jetzt sagen, ICO, das trifft die Sache wirklich nicht, aber gut, was ist es, und es hat sich ja weiterentwickelt, und wenn die Arbeitsplätze da sind, ist uns das wichtig. Kommt wieder zurück auf mein Anfangsbild. Das ist doch nicht alles vom Verkehr, aber ich darf nicht reden. Wenn ich jetzt, ich bin heute nach Aschaffenburg gefahren, in Kleinwallstadt, bei Umleitung dreimal in die Bahn, in Sulzbach in die Bahn, dann wenn ich nach Wörth fahre, wenn ich da jetzt einkaufen fahre, Brücke, Bahn. Es gibt im ganzen Landkreis keine, die nicht von der Bahn gestört werden. Land, das ist langfristige Planung, ist das. Dass man unter Führung war, die Liebigstraße, das war das Schwierigste, als die gebaut war, kam der ganze Verkehr, konnte durchlaufen, und da konnten auch die anderen unter Führung leichter machen.
den, der das gesagt hat, in der Bergkonzentration unter uns, und da müssen wir schon was machen. Das war weitsichtig. Also hat er es nicht selber so gemacht. Was, das Klügste, was gemacht worden ist, stelle ich da fest, ist, dass man Anfang an wissenschaftliche Hilfe einbringt. Der Professor Angerer aus der Technischen Universität München, der hat den Erlenbacher beraten, das fängt beim Stadtbad an und bei der Verkehrsplanung auch, und bei der Friedhof auch. Und als es dann fertig war, die haben gesagt, was wird denn das? Was wird denn? Jetzt schaut euch mal an. Und jetzt kommt man, ja, die Entlastung, die Umgehungsstraße, die muss gebaut werden, die Trasse müsste freigehalten werden. Und ja, Kapelletor. Und da lagen die Pläne in der Schublade, als in den 80er Jahren plötzlich mal Geld frei wurde, konnte der Bürgermeister Schublade haben, hier haben wir ein Projekt, 8,5 Millionen Mark hat es gekostet, war von 82 bis 86 gebaut, da ist der Verkehr geschlossen. Und es ist keine Umgehungsstraße, sondern eine Entlastungsstraße, die ist fünfmal angebunden an die Stadt. Entlastungsstraße wäre am Anfang und am Ostausgang hier eine Zufahrt. Und deswegen sträuben sich viele. Was haben die Bilderberge, was haben die, da werde ich jetzt langsam, aber was haben das Wulzbacher Theater, wenn es um die Entlastungsstraße geht und andere Ortschaften auch, Bilderberge, die Unterführung, weil die Leute auch die Schiene da und so weiter, war alles für Erlenbach auch, ist nicht mehr, wenn man es rechtzeitig plant. Und natürlich auch noch Baugebiete, um das abzuschließen, hinterm See, das große Baugebiet. Da haben wir ja vorhin gesehen, da hat Ecker, aber das ist jetzt da ein sehr hochwertiges Baugebiet. Oder hier hinter im Flügel, auch da hat Baugebiet. Also, das Erlenbach hat sich das systematisch entwickelt. Und seht mal, was für ein toller Abschluss hier ist. Das ist der Stadtwald. Und jetzt ist man dran, hier dieses Gebiet zu planen. Ich habe das richtige Bürgermeister, ne? Ja, das ist klar. Also, planen, vorausschauen ist das Wichtigste. Bevor jetzt zum letzten Punkt kommt, will ich mich noch bedanken. Ich habe ja das Interesse leicht gemacht, wurde mir gelesen, Korrektur in einem Monat, vor allem meiner Frau, die sehr kritisch gelesen hat. Dankeschön, das hat uns sehr viel gebracht. Und dann überrascht das technische Gerüster. Wir haben einen ganz normalen Computer diese 700 Seiten geschafft. Jeden Tag hat er wahrscheinlich gebetet, dass er uns abstürzt. Ist nicht passiert, ich auch. Also haben wir vereint, sozusagen. Da wird man froh, was wir gesagt haben, wenn man so eine Sache hat. Also vielen herzlichen Dank. Uns haben viele andere geholfen. Die Leute der Verwaltung, auch die Erlenbacher, die ich gefragt habe. Ich habe eine große Liste von Zeitzeugen da. Immer mal rein in den Ausdruck gegeben, weil ich benutze es nicht, um hier meinen Ausdruck zu machen, sondern das, da muss man wirklich sagen, da könnte man was erzählen. Denn wir sind noch nicht ganz am Ende. Es gibt ja eins, was die von Barbarossa und noch früher bis jetzt alle noch prägt. Es will kommen. Genau. Da haben wir schon die Prozesse, die uns oben fängt. Eine wunderbare Idee, diese Figur da oben hinzustellen. Und noch wunderbarer ist die Idee mit dem Herrn da und der Dame. Unser Bengelschütz und die Weinprinzessin, der Wein. Das ist einfach ein Thema schlechthin, das uns hochhält. Wir sind sogar geadelt unter den 20 besten, schönsten Punkten im Rheinland. Die letzte Landesagentur gewesen. Da ist unsere Schimmel, würde ich sagen, unser Terror-Eifelpunkt. Ja, aber die anderen Mütter haben auch schöne Töchter und deswegen bin ich die Besten. Aber es ist schön, dass wir das haben. Wir schätzen das auch alles sehr, sehr klein. Ja, ich sage Ihnen, Erlenbach. Das ist lebendig, also haben wir so drei Kirchen erfahren, also wir sind nicht unterrepräsentiert da. Die Siedlung, besonders die Siedlung sind fünf und sechs Religionsgemeinschaften. Katholisch, evangelisch, muslimisch, freikirchlich, griechisch-orthodox und zeugenorthodox. Ja, also sieben Religionsgemeinschaften mehr zu kommen. So vielfältig sind wir, genau wie die Bausubstanz hier. Bei Tag und auch bei Nacht ist Erlenbach schön. Und hier habe ich eine Hoffnung für Erlenbach entdeckt. Als der Regenbogen aufgehört hat, das ist ein gutes Zeichen für die Zukunft. Da ist unten Erlenbach
So wünsche ich mir, wir können es gar nicht anders. Wir haben so viele verschiedene Leute, dass wir gar nichts anderes können als Grund. Und ich bitte zum Abschluss meine Sagesbrüder, das noch zu besingen und dann bin ich fertig. Ich bedanke mich sehr für Ihre aufmerksame Zuhörung. Ich hoffe, dass ich Ihnen etwas Neues sagen konnte. Ich musste auswählen, sonst wären wir früher noch da. Vielleicht ist es manchmal zu viel. Das möchte ich jetzt sagen. Vielen herzlichen Dank. Ein Hoch.
Brockennamen. Ein Wein von Rasse Eda, den Kennern wohl bekannt. Blutrot und golden leuchtet er, den muss zu trinken ein. Schenkt Gold und Brot in jedermann, in Erlenbach am Main. Frau, wir gehen in den Krug zur Hand und schenk uns noch. Dieses Meisterwerk in Buchform käuflich erwerben werden zu einem Preis, der auch noch dazu unschlagbar ist. Lieber Dietmar, du hast uns ein bisschen eingeführt in deine Geschichte der Stadt Erlenbach. Für den einen oder anderen war es am Anfang vielleicht ein bisschen schmerzlich, wenn wir als Erlenbacher, lieber Kollege Dutzel von der anderen Mainseite, wenn wir als Erlenbacher hören, dass wir von Würden aus besiedelt worden sind, dann tut es schon ein bisschen weh. Allerdings, wenn wir dann feststellen, dass Würden zu damaligen Zeiten in Erlenbach hieß, dann relativiert sich das Ganze wieder etwas. Dass der liebe André einen Schwerpunkt nach wie vor auf Barbarossa und die Zeit Barbarossa legt, ich glaube auch das haben wir herausgehört. Und ich liebe diesen Expertenstreit über die Wahrheit hinter der Sage. Und ich habe es damals gesagt, als der Dr. Trostier seinen
Vortrag gehalten hat anlässlich des Barbarossa-Spektakulums und der Verleihung der Marktgerechtigkeit, 825 Jahre Verleihung der Marktgerechtigkeit. Es ist nicht bewiesen, dass Barbarossa in Altbach gewesen ist. Es ist aber auch nicht bewiesen, dass er nicht hier gewesen ist. Und darauf klammern wir alle historischen Hoffnungen, die wir haben. Weiter dann die Geschichte, dann wird es, glaube ich, etwas realistischer über Kloster Immental, bis hin dann natürlich zum letzten Jahrhundert, das du immer als das Jahrhundert der Stadt Altbach bezeichnet hast, nämlich das 20. Jahrhundert mit der Industrialisierung beginnend, von Wörth auskommend mit der Werft und dann natürlich mit der Glanzstoff, der wir, und das müssen wir in aller Deutlichkeit sagen, all das, was wir heute genießen können, was zur Lebensqualität in der Stadt beiträgt, vom Bergschwimmbad über die Musikschule bis zum Jugendhaus, all das haben wir letztendlich der Ansiedlung dieses Werkes zu verdanken. Und dann der Weg hin, der Schlenker hin, nicht der Schlenker, sondern der Weg hin in die Neuzeit und was sich alles hier entwickelt hat, vor der Stadterhebung und dann in Folge der Stadterhebung. Und an der Stelle müssen wir alle, glaube ich, einmal Dankeschön sagen an meine Vorgänger, an unseren Altbürgermeister, an Luis Kirchbessler und auch an Dieter Schütte, die dieses alles bewältigt haben, dass wir heute hier so leben können, wie wir eben leben können. Lieber Luis, Zeit, keine Generation vor uns konnte so leben wie wir. Allerdings natürlich haben wir auch Aufgaben für die Zukunft und um die zu bewältigen, da hilft ab und zu mal der Wein, wie wir jetzt auch gehört haben, den wir in Altbach mehr als schätzen und ich glaube, es ist, du hast es richtig beschrieben, dieser Terror-F-Punkt mit den Winzerfiguren und der Weinprinzessin oben am Weinberg, das ist ein Highlight, das wir hier bei uns haben dürfen und das sicherlich auch nicht von alleine kommt. Und das uns vielleicht ein bisschen unterstützt, wenn wir aus der vergangenen Geschichte heraus neue Geschichte schreiben. Und die schreiben wir mit allem, was wir tun. Alles, was wir tun, ist irgendwann Geschichte. Und wenn die Zukunft nicht nur Regelung und Bund wird, sondern generell ein gutes Zeichen ist, dann denke ich, ist es unsere Aufgabe, das weiterzuführen, was du jetzt beschrieben hast, was in der Vergangenheit in dieser wunderbaren Stadt geschehen ist. Lieber Dietmar, bevor ich dir deine Schuld sage, möchte ich mich bei deiner bedanken, deiner Frau, die, glaube ich, in den letzten mehr als 10 Jahren das eine oder andere Mal alleine vor dem Fernseher saß oder im Wohnzimmer saß oder immer noch am Computer saß und geschrieben hat und irgendwelche Quellen gelesen hat. Und deshalb übergebe ich in erster Linie an dich mal ein herzliches Dankeschön. Seine Zeit im Rathaus hinaus oder Verlängerung angenommen hat und er gibt mal weiter bei der Erstellung des Werkes unterstützt hat. Auch dir, lieber Mann, ein herzliches Dankeschön. Der Helmut Monat ist schon lobend erwähnt worden. Das sind ja die beiden politischen Zwillinge aus der Vergangenheit der Altbacher Kommunalpolitik. Und das hat sich auch nach der Tätigkeit im Stadtrat fortgesetzt. Und von daher, lieber Helmut, du hast es vorhin überlesen, übernommen. Auch dir ein ganz, ganz herzliches Dankeschön.
abgeliefert hat. Der kriegt das Dankeschön in flüssiger Form natürlich noch nachgereicht. Der Klaus Kirchgessner, der den Einband der Geschichte der Stadt gestaltet hat. Und wir bedanken uns auch bei der Firma Klein und Riese, die den Druck zu einem doch sehr vernünftigen Preis übernommen hat. Wir dürfen es nicht zu viel loben, sonst wird es das nächste Mal durchhängen. Daufindruck. Daufindruck war es gewesen. Ein Glück, dass wir die Frau Kinder haben. Jetzt hoffe ich, dass ich beim Dankeschön niemand vergessen habe. Doch habe ich. Der Käufervereinigung ein ganz, ganz herzliches Dankeschön unter der Leitung von Klaus Ottenbreit für die musikalische Umrahmung dieses schönen Abends heute und vor allem ein Dankeschön auch für die Liedauswahl, die denke ich sehr, sehr passend für den heutigen Abend gewesen ist. Aber mit dem Dankeschön ist noch ein tieferes Dankeschön verbunden. Ihr habt einen bei euch mit dabei sitzen, der heute eigentlich irgendwo anders sein sollte oder könnte, weil er heute Geburtstag hat. Lieber Armin Zöller, herzlichen Glückwunsch von uns allen zum Geburtstag. Jetzt kommen wir zu dir, lieber Dietmar, und ich hoffe, du bist noch ein bisschen in der Lage, kurz zu mir nach vorne zu kommen. Ich hoffe, es belastet dich nicht zu sehr. Es ist mir immer eine Freude. Lieber Dietmar, das, was du in dieser Chronik nicht nur geleistet hast, sondern was du uns hinterlässt für die Zukunft, der Blick in die Vergangenheit, ich glaube, das ist unbeschreiblich. Ein Werk über mehr als 700 Seiten. Und die sind wirklich eng geschrieben. Und das hat er heute alles weggelassen. Ich konnte natürlich noch keine 700 Seiten jetzt lesen, seit das Publikum fertig war. Aber ich habe mir insbesondere die Zeit mal angeschaut, die als wichtigste Zeit in Deutschland war. Und die natürlich auch hier in Altenbach eine Rolle gespielt hat. Auch Altenbach war nicht frei von diesen Gedanken damals. Aber so wie er es eruiert hat, untersucht hat, erforscht hat und geschrieben hat, bekommt man ein wunderbares Bild, was hier in Altenbach passiert ist, und zwar im Gesamtzusammenhang dessen, was in Deutschland und auf der ganzen Welt tatsächlich passiert ist. Und das gilt nicht nur für dieses Kapitel, sondern das gilt im Prinzip für die ganze Entwicklung, die ganze Geschichte der Stadt ist immer eingebettet in das, was in der Stadt passiert ist. Dieser Blick, der ehrt dich ganz besonders und das macht auch tatsächlich zur Geschichte der Stadt und nicht zur Chronik der Stadt. Und von daher ein ganz, ganz herzliches Dankeschön von unserer Seite, verbunden mit dem, was du zum Schluss noch gesagt hast, Wein von Altenbacher Oberg. Und das darf in dem Fall natürlich eine ganze Kiste voll sein. Eine Kiste von Wein von unseren Altenbacher Winzern, bunt gemischt, so bunt wie die Zukunft ist. Und wir hoffen, dass du sie genießen kannst. Es ist noch ein kleines Kuvert dabei. Und das hat ein kleiner Beitrag dazu sein, dass du auch in Zukunft im wahrsten Sinne des Wortes dein Lieblingsbuch finden kannst. Herzliches Dankeschön. So, bitte mal, du musst noch einen kleinen Moment bei mir bleiben. Es tut mir leid, wenn du dich gerade mal umdrehst. Ich hoffe, du hast am 13. November noch nichts vor. Wir wissen, dass du einen kleinen operativen Eingriff vor dir hast. Wir hoffen, dass du ihn gut überstehst und am 13. November bei uns sein kannst, wenn du auf Beschluss des Stadtrates die Ehrenbürgerwürde der Stadt Altenbach verlieren bekommst.
weiß man jetzt, 50 Jahre sein Heimat geworden, aber jetzt weiß man, ob er geht dahin. Danke. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke an Sie alle, dass Sie da gewesen sind. Sie sind herzlich eingeladen zu einem kleinen Umdruck und Sie dürfen natürlich jetzt draußen im Foyer auch das Buch käuflich erwerben. Der Preis ist sagenhaft, so wie das Buch sagenhaft ist. Für 15 Euro landet es bei Ihnen. Und wenn Sie im Paket die Chroniken von Michelin und Streit noch mit dazu erwerben wollen, kriegen Sie das für gesamt 30 Euro. Und das ist wie fast wie Wasserrad früher, ne? Aber mit toller Qualität. Bevor Sie nach draußen gehen und sich noch weiter unterhalten, darf ich noch einen kleinen Hinweis loswerden. Sie wissen vielleicht, dass bei der Welt am Sonntag ein Redakteur aus Köln arbeitet, nämlich der Marc Mieder. Er hat schon zweimal in den letzten Jahren über die Stadt Altenbach berichtet. Einmal über den Bürgermeister, und einmal über unser Schwimmbad. Und morgen, beziehungsweise am Sonntag, in der Welt am Sonntag, ist ein weiterer Artikel unter der Überschrift Sie waren Helden. Erlenbacher Main, bayerische Provinzschreiber, die 80er Jahre, die Geschichte von Millionen deutschen Männern und doch ganz anders. Wenn Sie Interesse haben, kaufen Sie die Welt am Sonntag mit einem vierseitigen Artikel über die Stadt Erlenbach und ihre jungen Leute aus den 80er Jahren. Dankeschön fürs Kommen. Sie sind eingeladen und genießen Sie den Abend noch weiter.